Ich wünsche mal einen schönen Abend, Vorabend, Spätnachmittag. Mein Name ist Elisabeth Hefler, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin. Ich arbeite in der psychologischen Beratungsstelle für Studierende seit mittlerweile fast 15 Jahren und werde heute ein bisschen was erzählen zum Thema Study-Life-Balance und psychische Gesundheit. Wie komme ich möglichst gesund und erfolgreich durchs Studium? Ich stelle vielleicht ganz kurz vor, was ich vorhätte zu präsentieren. Wir sind hier ja heute eher eine überschaubare Menge an Menschen. Insofern, wenn es Fragen gibt oder wenn es irgendwelche Wortmeldungen gibt, würde ich ja suchen, die vielleicht auch gleich dann einzubringen. Ja, ich würde ganz kurz mich, also nur mit einer Folie, zum theoretischen Hintergrund kurz äußern. Was ist psychische Gesundheit überhaupt? Dann zur Frage, was ist psychische Belastung oder was kann psychische Belastung im Uni-Kontext sein? Dann ein paar Worte zum Thema Study-Life-Balance, also wie kann ich das machen, eine gute Balance hinzubekommen. Und dann käme ein kleiner Selbstcheck zum Thema, bin ich selber belastet oder passt es eh sozusagen. Und dann ein paar Angebote, wo man sich hinwenden kann, sollte man sich belastet fühlen. Genau, also zum Thema psychische Gesundheit einmal im Allgemeinen, kommt vom Englischen Mental Health. Seelische, geistige, mentale Gesundheit ist gemeint. Ich möchte nur kurz die Definition von der WHO wiedergeben. Psychische Gesundheit meint einen Zustand des Wohlbefindens, in dem das Individuum seine Fähigkeiten und Potenziale nutzen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv und sinnstiftend arbeiten kann und imstande ist, zu einer Gemeinschaft, seiner Gemeinschaft was beizutragen. Soweit die Definition. Meint nicht nur die Abwesenheit von psychischer Störung oder psychischer Erkrankung, sondern eben einen Zustand von Wohlbefinden, in dem es möglich ist, auch das volle Potenzial auszuschöpfen. Da gibt es jetzt alle möglichen Modelle, da kann man sich weiter vertiefen drin. Das hängt alles natürlich von diversen Faktoren ab. Also psychische Gesundheit ist stark beeinflusst von individueller Disposition, von der Lebenssituation, sozialem Umfeld, Lebensbedingungen und so weiter. Da sage ich jetzt gar nicht mehr dazu. Ich würde gerne eher ins eher praxisnahe gleich hineingehen, nämlich was kann man als Studierender oder im studentischen Leben sich befindlicher Mensch tun, um eben sich psychisch sich gesund zu halten. Ja? Genau. Trotzdem kurz zum Punkt, was kann alles psychische Belastung sein? Also psychische Belastung auch im Uni-Kontext. Da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, aber typisch und auch etwas, was wir in der Beratungsstelle häufig sehen, ist Studierende, die zum Beispiel Krisen haben oder aktuelle Konflikte, Übergangsschwierigkeiten, Schwellensituationen. Das Thema Spätadoleszenz als Entwicklungsaufgabe ist auch ein spezielles. Überlastung aller Art. Sozial kann man belastet sein durch Familie, Partnerschaft, Peergroup, Autoritäten oder Sonstiges. Die eigene Persönlichkeit kann ein Punkt sein, also Identitätsfindung ist so ein wichtiges Thema in dieser Zeitspanne, also Uni-Beginn, Schulende und genau, das kann auch zur Belastung werden, sollte man da Schwierigkeiten haben. Und dann gibt es natürlich die diversen diagnostizierbaren Störungsbilder, Trauma, affektive Störungen, Angststörungen, Süchte, Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Genau. Im Studienkontext wird Belastung häufig erlebt oder auch bei uns in der Beratungsstelle präsentiert als zum Beispiel Prüfungsangst oder als Schreibblockade beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten oder als problematisches Arbeitsverhalten in unterschiedlicher Art. Also wenn man zum Beispiel stark aufschiebt oder wenn man nicht motiviert ist oder wenn man Überforderung erlebt bei den Dingen, die zu tun wären und im Thema mangelndes Engagement allgemein. Genau.
so, was kann ich jetzt machen, dass ich psychisch gesund bleibe oder für mich sorge in dieser Hinsicht. Ich sage es auch gleich dazu, ich meine, manches oder vieles vielleicht von dem, was ich sagen werde, sind ein bisschen so Nonanet-Dinge. Aber was sich herausgestellt hat, ist, dass gerade die Nonanet-Sachen oft die sind, die dann, gerade wenn zum Beispiel irgendein Stress aufkommt, gar nicht mal so leicht umzusetzen sind. Ja? Aber ich erzähle es trotzdem. Study-Life-Balance als Konzept meint eben eine Möglichkeit, sich psychisch gesund zu halten, bedeutet ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen Arbeit und Uni oder Arbeit und Regenerationszeiten und dabei besonders geeignet zum sich regenerieren, um einen Ausgleich zu finden sind, da beginnen jetzt die Nonanet-Empfehlungen, sportliche Aktivitäten, genügend Schlaf, gesundes Essen, Sozialkontakte, Netzwerk und Austausch mit anderen Menschen, gesunde Freizeitaktivitäten, Hobbys, Interessen verfolgen und beispielsweise so Dinge wie gezielte Entspannungsmethoden. Das Ganze ist eine wesentliche Voraussetzung für einen Studienerfolg, weil wenn ich psychisch belastet bin, in Stress komme oder irgendwie kippe, wird es mit der Uni-Performance auch wahrscheinlich schwieriger. Ja? Genau. So, klingt eh alles einfach. Was soll jetzt da das Problem sein? Ja? Häufig ist es so, dass Studierende heutzutage nicht nur einfach Vollzeit studieren, sondern daneben irgendwelche Jobs machen, weil das Geld in aller Regel eher knapp ist. Und da sind wir dann schneller mal auch in Bereichen, wo wir oder wo Studierende häufig auch viel Druck und Stress auch erleben. Ja. Problem ist auch ein Stück, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Menschen werden recht stark beurteilt anhand von Leistung und Effizienz. Es gibt oft hohe Vorgaben in Bezug auf Selbstoptimierung. Das kann oft Druck machen. Generell ist es so, dass man eher für berufliche oder unitechnische Leistungen gelobt wird, als jetzt beispielsweise für private Leistungen. Also ich glaube, das liegt eh auf der Hand irgendwie, dass das so ist, dass man eher weniger gelobt wird, wenn man erzählt, ich habe jetzt einen Tag mich super entspannt, versus wenn ich sage, ich habe irgendwie jetzt Prüfungen geschafft oder ich habe irgendwie viel gearbeitet oder so. Ja. Und eine spezielle Situation bei Studierenden ist, dass die häufig in einer Situation sind, wo Arbeit- und Freizeitsbereiche sehr verschwimmen, wo Zeitmanagement ein großes Thema ist und das kann mitunter auch eine Herausforderung sein. Und wie gesagt, die finanzielle Situation ist oft auch eine, die also mitunter prekär, manchmal auch eh gut ist, aber sozusagen mitunter belastend sein kann. Ja. Genau. Manches habe ich schon gesagt. Was allgemein ist vielleicht noch eine Doppelbelastung, wenn man eben Job und Uni kombinieren muss, kann real sein. Wichtig zu wissen ist, auch für Erholung brauche ich Zeit. Also wenn ich jetzt viel studiert habe, viel gearbeitet habe, brauche ich Zeitressourcen, um am Abend oder nach den Arbeitszeiten eben regenerieren zu können. Und dieser Umstellungsprozess von Arbeits- zu Freizeitmodus kann teilweise auch sehr herausfordernd sein. Also wir haben viele Studierende bei uns in der Beratungsstelle, die zum Beispiel erzählen, dass wenn sie irgendwelche Abschlussarbeiten schreiben sollen, mit einem permanenten schlechten Gewissen herumrennen, weil sie eben immer das Gefühl haben, sie hätten zu wenig gearbeitet. Ja. Das heißt, dann ist man theoretisch zwar nicht mehr am Arbeiten und praktisch sitzt es einem im Knack sozusagen. Genau. Sehr empfehlenswert an der Stelle ist die einfache Frage an sich selber, was erholt mich wirklich? Also was schafft echten Ausgleich zu Uni oder Arbeit? Ich sage jetzt ein Beispiel, das mir sehr häufig präsentiert wird. Viele Leute entspannen heutzutage, indem sie zum Beispiel gleichzeitig fernschauen und dabei am Handy herumtipseln. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das kennt, möglicherweise. Also, dass man irgendwie so von Medien beschallt ist, von diversen Seiten, aber am Ende auch nicht unbedingt das Gefühl hat, man hätte jetzt wirklich regeneriert, sondern man hat sich halt so doppelt auf mehreren Sinneskanälen sozusagen Informationen reingefüllt mit mittelmäßigem Erholungswert aber, ja. Oder als Beispiel, ich schaue mir direkt vor dem Schlafengehen noch die Nachrichten an, wie irgendwo wieder irgendwo ein Krieg ist oder eine Krise. Die Frage ist, wie erholsam ist das, ja?
nichts gegen Nachrichten schauen, aber zu schauen, ist das erholsam oder ist das eigentlich was, was mich eher wieder stresst? Ja. Gut. Ich komme jetzt zum Thema Study Balance im Sinne von, was hilft mir denn, effizient zu sein? Also je effizienter ich natürlich studienmäßig bin oder das Arbeiten hinkriege, desto mehr Zeit bleibt mir über für mich im Leben sozusagen noch zu regenerieren oder einen Ausgleich zu finden. Und hilfreich ist an der Stelle natürlich immer gutes Zeitmanagement, wenn ich es schaffe, Aufschieben zu verhindern. Danke. Wenn ich Motivation entwickeln und halten kann und wenn ich konzentriert sein kann, ohne mich ablenken zu lassen. Klingt alles mal trivial, ist es oft nicht unbedingt. Ich sage ein paar Worte zum Zeitmanagement, weil das wirklich ein Thema ist. Wenn man das gut hinkriegt, dann hat man sehr viel gewonnen. Ja. Auch wieder, wie gesagt, ein bisschen nonanett, aber günstig ist es, einen Zeitplan zu haben im Sinne von Kalender und Stundenplan, oft auch händisch beschrieben. Also viele Leute haben einen Online-Terminplan, Kalender. Es hat sich aber herausgestellt, es kann günstig sein, das auch wirklich händisch zu machen, mit Wochenplänen zum Beispiel. Ja. Fixtermine eintragen, Uni-Arbeitszeiten eintragen mit Beginn und Ende, Pausen einzuplanen, Arbeitszeiten nicht in die Nacht verlegen. Das wird mal besser, mal weniger gelingen. Vorprüfungen lernen die Leute eher häufiger dann bis in die Nacht hinein, aber unterm Semester beispielsweise ist es günstig, das nicht zu machen. Und sich für Uni-Arbeiten eine Art Jobmentalität zu entwickeln, im Sinne von, wenn ich wo einen Job habe, wo ich angestellt bin, muss ich da hingehen mit fixen Arbeitszeiten und einem definierten Ort, wo ich mich befinden soll. Das Gleiche kann man sich fürs Lernen zum Beispiel auch installieren, indem ich sage, ich lerne von, ich weiß nicht, 10 bis 13 Uhr auf der BIP. Ja. Genau, und Semesterpläne, Wochenpläne oder Tagespläne erstellen, To-Do-Listen machen und sich realistische, messbare Ziele setzen. Ja. So könnte sowas ausschauen. Das ist ein Beispiel für einen Wochenplan, wie man ihn gestalten könnte. Das wäre eben ein Beispiel für, ich trage mir Arbeitszeiten ein, ich trage mir ein, die Dinge, die zuerst mal gemacht gehören oder als Fixpunkt im Kalender stehen sollen, also zum Beispiel Vorlesungszeiten oder Arzttermine oder solche Dinge. Ich trage mir aber auch Freizeitprogramm ein. Also ich trage mir beispielsweise ein, dass am Sonntag ein freier Tag sein soll, wo auch nicht gelernt oder gearbeitet wird. Ja. Oder ich trage mir auch Freizeitaktivitäten ein, auf die ich mich dann freuen kann, im Sinne von, Freitagabend wird gekocht mit der WG oder so. Ja. Okay. Genau, das mit der Zielsetzung. Schablonenhaft gesagt, eine günstige Zielsetzung ist eine, die diese SMART-Kriterien erfüllt. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, ja, gesehen hat. SMART meint, ist die Abkürzung S für spezifisch, M für messbar, A für aktionsorientiert, R für realistisch und T für terminierbar und meint, ich kann mir nämlich auf günstige und auch ungünstige Art Ziele setzen. Ja? Also ich kann mir ein Ziel setzen wie spezifisch, konkret, eindeutig, präzise, sowas wie eben, morgen sollte ich so und so viele Seiten weiterbringen. Ungünstiger wäre eine Art von Zielformulierung wie, ja, morgen setze ich mich dann mal hin, wenn ich Lust habe oder so. Ja. Messbar wäre damit gemeint, dass ich prüfen kann, überprüfen kann, ob ich das Ziel erreicht habe. Also günstig wäre, am Ende der Woche kann ich Kapitel 1 bis 3. Ungünstig wäre, irgendwie gibt es ein Skriptum, das sollte ich können, vielleicht besorge ich mir das mal oder so. Ja. Aktionsorientiert meint, es werden möglichst konkrete Handlungen verknüpft mit dem vorgenommenen Ziel. Also am Freitag drucke ich mir im PC-Raum das und jenes Skript aus. Eher ungünstig ist, ja, vielleicht mache ich das, wenn mir wer die Unterlagen schickt. Ja. Realistisch meint angemessen hochgesteckte Ziele, also zum Beispiel morgen arbeite ich 6 Stunden und danach ist Pause. Ja. Ungünstig ist,
zu hoch gefasste Ziele zum Beispiel. Also morgen lerne ich dann 17 Stunden, weil da pressiert es schon. Ja? Das wird sich ziemlich sicher nicht umsetzen lassen. Ja? Und terminierbar, auch günstig, wenn es einen klaren Anfang, ein klares Ende gibt. Also morgen lerne ich von 8 bis 10, dann mache ich Pause. Ja? Und nicht, morgen ist Lerntag, dann mache ich es irgendwann. Okay. Womit wir auch gleich beim Thema Prokrastination wären, das ist was, was eh auch in aller Munde ist oder was ein sehr typisches Verhalten auch unter Studierenden mitunter sein kann, meint das Aufschieben von Aufgaben ist im Kern ein Vermeidungsverhalten, weil üblicherweise Aufgaben aufgeschoben werden, die jetzt nicht so lustvoll sind oder vor denen man in irgendeiner Weise Angst hat oder die überfordernd sind oder die aus irgendwelchen anderen Gründen eben schwierig sind. Ja. Kann auch psychische Ursachen haben, warum gewisse Menschen aufschieben. Also wenn ich depressiv bin und einen reduzierten Antrieb habe zum Beispiel, dann werde ich auch eher mir schwer tun, in die Gänge zu kommen oder wenn ich eben Angst habe vor etwas. Vermeide ich auch ganz gerne, weil dann ist das eben mitunter zu bedrohlich, mich gewissen Aufgaben zu stellen. Ja. Was man da machen kann, um Prokrastinieren zu vermeiden, also wenn Motivationslosigkeit das dahinterstehende Motiv ist oder der dahinterstehende Grund ist, kann ich versuchen zu arbeiten mit Belohnungssystemen oder mit positiver Selbstverbalisation, da sage ich später noch was dazu, und mit tatsächlich realistischer Zielsetzung, weil es gibt nichts Selbstverstärkenderes, als wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe und ich schaffe das auch. Ja. Umgekehrt gibt es wenig Frustrierenderes, als wenn ich mir ein Ziel setze und ich krieg's nicht hin. Wenn negative Erwartungen die Ursache sind fürs Prokrastinieren, dann kann es helfen, sich positiv Selbstverbalisierung zu machen, sozusagen. Da sage ich, wie gesagt, später noch was dazu, wie sowas konkret ausschauen kann. Wenn fürs Prokrastinieren verantwortlich ist, dass ich keine klaren Ziele habe, hilft, wenn ich versuche, mir möglichst griffige Aufgaben selber zu stellen, also mir das klarer zu machen und mir mitunter auch Beratung suche. Also wenn ich, ich weiß nicht, eine Seminararbeit schreiben soll und ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was von mir erwartet wird. Ja. Genau, wenn Überlastung der Grund ist fürs Aufschieben, kann ein gutes Zeitmanagement hilfreich sein und Ausgleich zu schaffen. Und wenn es psychische Ursachen sind und man das Gefühl hat, man kommt allein nicht zurecht, dann kann es natürlich günstig sein, sich psychologische Unterstützung auch zu suchen. Genau, also zum Thema Selbstverbalisation sage ich jetzt etwas. Das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen einfach, aber häufig ist es so, dass wir so Gedanken haben, zum Beispiel, die uns gar nicht so bewusst sind selber. Also, dass wir uns selber permanent mit Dingen, mit Sätzen kommentieren, die uns ganz automatisch in den Kopf kommen, die wir vielleicht in der Biografie irgendwann gelernt haben und die uns wahlweise entweder vorwärts bringen und ein Stück weit motivieren oder das Gegenteil machen und uns eher runterdrücken und demotivieren. Beispiel für negative Selbstverbalisation wäre zum Beispiel, wenn ich mir selber vorsage, ich muss mich zum Lernen zwingen. Das ist irgendwie qualvoll. Ja? Positiver wäre, ich könnte mir sowas sagen wie, okay, ich habe ein klares Ziel und das Lernen bringt mich dem näher. So mache ich es. Ja? Oder negativ wäre, ich muss lernen. Also alles mit muss. Ja? Muss hat immer so einen Zwangscharakter von, das ist irgendwie unangenehm. Ja? Besser ist es, ich formuliere es mir um in, ich will das. Also ich habe es mir ja ausgesucht, dieses Studium beispielsweise, also ich will lernen. Ja. Ungünstig ist natürlich immer alles, was mit einem sich selber als irgendwie inkompetent bezeichnen zu tun hat. Also indem ich mir sage, ich kann das nicht, das ist zu schwer oder sowas. Günstiger ist, mir sowas zu sagen wie, ich lerne das, ich kann das, ich gebe mein Bestes. Ja. Auch ungünstig eher, und da sind wir aber dann schon gleich im Bereich der manchmal komplexeren Kognitionen oder auch so wie
manchmal sind es Grundüberzeugungen, Grundannahmen, die Leute auch haben, richtig gehend. Da müsste man dann schauen, ob man sich nicht Unterstützung holt. Also wenn ich wirklich zum Beispiel fix davon ausgehe, ich bin ein Versager, ja, dann wäre es mitunter günstig, man sucht sich da Unterstützung. Aber wenn ich mir sowas sage wie, wenn ich keine Leistung bringe, bin ich nichts wert, das wäre eine eher ungünstige Selbstverbalisation. Günstiger wären so Sätze wie, ich bin völlig unabhängig von meinen Leistungen ein wertvoller und liebenswerter Mensch zum Beispiel. Ja. Genau. Ja. Okay, und dann wären wir beim Thema Life Balance. Was kann ich tun, um in dem Bereich, wo ich nicht am Studieren und am Arbeiten bin, für mein Wohlbefinden zu sorgen und Gesundheit zu erhalten und zu stärken? Das kann ich auf einigen Ebenen, also das kann ich im physischen Bereich machen, das kann ich im sozialen Bereich machen, das kann ich im psychischen, emotionalen Bereich machen und im intellektuell-mentalen Bereich. Und ich sage jetzt zu den jeweiligen Bereichen was dazu immer. Da sind wir jetzt auch wieder bei Dingen, die auf eine Art eh klar sind, aber gleichzeitig mitunter dann auch manchmal leiden, wenn gewisser Stress oder Druck auftaucht. Also günstig ist es im körperlichen Bereich, ich sorge für erholsamen Schlaf. Ich sorge für eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung. Ich suche körperlichen Ausgleich. Also ich habe als Studierende häufig die Situation, dass ich viel sitze, dass ich viel statisch physisch sitze und mit dem Kopf Arbeit mache. Oft auch vor irgendeinem Bildschirm zum Beispiel. Dazu einen Ausgleich schaffen bewusst kann günstig sein. Also Bewegung im Alltag, Alltagssport bewusst einbauen. Entspannungsübungen sind etwas, wer von Ihnen kennt welche oder wer von Ihnen wendet welche an? Okay, genau. Kann man machen, kann sehr effektiv und hilfreich sein. Da gibt es alle möglichen Zugangsarten sozusagen. Also da kann man Atemübungen machen, körperliche Entspannungsübungen, zum Beispiel Yoga, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Tai Chi und solche Dinge. Aber auch wenn man eher nur so die geistige, mentale Ebene ansprechen möchte, also Meditation, klassische Musik hören und solche Dinge. Und wichtig ist beim Pausenmachen auf ein gesundes Pausenmachen achten. Ich bin jetzt wieder beim Bereich Pausenmachen beim Pausenmachen aufs Handy schauen. Wer macht das von Ihnen, darf ich mal fragen, Interesse halber? Wer macht Pause und schaut dann aufs Handy? Sehr viele, ja. Es kann günstig sein, die Sinneskanäle zu wechseln, also dass ich wirklich schaue, weil beim Handy schauen und beim Studieren, beim Lernen, sind sehr stark die Augen involviert. Also ich meine, ich mache ja alles sehend und ich mache alles mit dem Hirn. Dann habe ich als Pause eine Situation, wo ich wieder auf ein Display schaue, wo ich wieder die Augen benutze und anstrenge mitunter, weil Displays sind jetzt für die Augen oft nicht so günstiger. Also es kann günstig sein, stattdessen was zu machen, wo ich wirklich bewusst andere Sinneskanäle aktiviere, sprich das Hören oder das Spüren, also indem ich zum Beispiel mich ein bisschen bewege oder ein paar leichte Übungen mache oder eine Runde spazieren gehe oder solche Dinge, ja. Genau. Ja, das Thema mit dem Sozialleben. Also Menschen sind soziale Wesen, die fühlen sich wohl, wenn sie in guten Bindungen sind, wenn sie in gutem Kontakt sind, wenn sie in gutem Austausch mit anderen Menschen sind. Ist während des Studiums und auf der Uni natürlich nicht anders oder im studentischen Leben nicht anders. Im Studium braucht man viel Eigeninitiative, mitunter auch im sozialen Bereich. Also günstig ist es, in Lehrveranstaltungen aktiv zu sein, also sich da einzubringen, macht es auch oft interessanter für einen selber und alle Beteiligten, also Fragen stellen, Meinungen äußern, mitdiskutieren und so weiter. Sprechstunden nützen, zu Profs gehen, auch da in Kontakt kommen, ja. Kontakte initiieren, das sage ich jetzt für Leute, die vielleicht eher von der introvertierten Sorte sind oder vielleicht ein bisschen zum Schüchternsein neigen. Es kann günstig sein, sich, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich bin das erste Semester auf der Uni, kenne keinen, komme in einer Lehrveranstaltung lauter fremde Leute, dass man sich einfach so
erste Sätze überlegt. Was kann ich ihm sagen? Ja, also womit kann ich in Kontakt kommen? Genau. Wenn man Kontakte hat, probieren die zu halten und Anknüpfungspunkte zu suchen über gemeinsame Aktivitäten, sprich gemeinsames Lernen, Lerngruppen, nach der Vorlesung gemeinsam in einen Café gehen oder sowas. Ja. Gemeinsame Interessen sind natürlich was Wertvolles, über gemeinsame Interessen in Kontakt kommen. Und dazu noch kann es günstig sein, trotzdem auch Zeiten für sich zu haben, also Zeiten zu haben, wo man sich selber der beste Freund, die beste Freundin ist und mit sich selber gut entspannt auch. Ja. Okay. Der Bereich aufs emotionale Wohlbefinden achten würde einschließen, zum Beispiel auf die eigenen Gefühle achten, auf die eigenen Gedanken achten, auf die eigenen Erwartungen achten. Versuchen, negative Empfindungen zu reduzieren und positive zu steigern. Okay, das klingt jetzt auch easy, ist mitunter auch gar nicht mal so einfach, gerade wenn es wieder stressig wird. Ja. Gut für sich selber sorgen, also Selbstfürsorge ist so ein Schlüsselbegriff auch, führt zu emotionalem Wohlbefinden, ist Burnout-Prävention, meint im Grunde genommen, ja, in Kontakt zu sein mit sich, der eigenen Gefühlswelt, der eigenen Bedürfnislage und zu versuchen, soweit möglich dem ein Stück weit nachzukommen. Ja. Genusstraining ist so ein Stichwort, also aus dem Kopf raus ins Gefühl sozusagen. Kann man üben, gibt es auch Angebote. Kann wirklich was sein, was sehr bereichernd ist. Da geht es im Kern auch darum, sehr ins sinnliche Spüren zu kommen und ins genussvolle Spüren zu kommen. Ich spüre auch viel, wenn ich in der BIM fahre und mir gehen die Leute am Keks, aber es geht ums genussvolle Spüren sozusagen, ja. Genau. Und sollte da was schwierig sein, sich Unterstützung suchen, sage ich nachher auch was dazu. Ja? Also wenn man sich längere Zeit deprimiert, ängstlich, angespannt, sonst wie unwohl fühlt, dann sich, wie gesagt, Unterstützung holen. Weil ich finde eben auch die Diskrepanz zwischen, was man gerade fühlt und eben wie man das fühlen sollte, weil bis jetzt klingt das relativ nach vielen, sagen wir so, Idealwerten, wie das sein sollte. Und ich kann sagen, zum Beispiel, ich will mich endlich mal entspannen und dann prokrastiniere ich und dann schaue ich genau der Handy an. Oder ich will mich nicht zum Lernen zwingen, ich will das machen, aber ich spüre, dass ich keine Lust mache und dass ich mich tatsächlich dazu zwinge. Und wenn ich mir dann sage, ich will lernen, auch wenn ich tatsächlich nicht will in dem Moment, wie geht man mit diesen quasi Diskrepanzen halt um? Ja, die Frage. Das ist ein bisschen gemeint, also wir gehen jetzt mal davon aus, man hat sich ein Studium ausgesucht, weil man Interesse an der Materie hat. Ja. Wenn ich jetzt erlebe über einen gewissen Zeitraum hinweg, mir geht es häufiger so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ja. Also ich nehme mir vor, ich sollte lernen oder ich denke mir sogar noch sowas wie, ich sollte das jetzt wollen oder ich sollte motiviert sein oder ich sollte. Ne. Da geht es ja immer viel um Imperative irgendwie, sei motiviert, sei engagiert, sei sonst was. Ne? Und dann spüre ich aber genau das Gegenteil, nämlich mich freut überhaupt nichts, ich habe keinen Antrieb, ich bin eben nicht motiviert und am liebsten würde ich den ganzen Tag im Bett liegen, keine Ahnung. Ja? Das wäre zum Beispiel so eine Situation, wo man vielleicht sagen könnte, okay, irgendwas stimmt da nicht offensichtlich. Also irgendwas ist hier in der Situation oder in der eigenen inneren Situation, dass da keine gute Passung im Moment ist zwischen dem, was ich tun sollte und was ich liefern kann oder will. Ja. Und da wäre es dann günstig, sich das anzuschauen, also mitunter vielleicht mit Unterstützung von außen, dass man schaut, okay, was ist da los? Ja? Wieso ist das so? Wieso gibt es die Diskrepanz? Eben, habe ich zu viel Stress? Bin ich überfordert, überlastet? Gibt es zu viele Ansprüche? Es kann auch das ein Problem an sich sein. Also ich rede sehr viel mit Leuten, die sehr von Perfektionismus getrieben sind. Das wäre so ein Klassiker, das lähmt einen halt komplett. Ja. Also wenn ich mir eben permanent sage, ich weiß nicht, was ich alles sollte. Ja. Ich sollte super studieren, ich sollte ursportlich sein, ich sollte gesund essen, dann sollte ich urviel Freunde haben, eine tolle Beziehung, ich weiß nicht, was ich, ja. Also wir sind da sehr viel konfrontiert mit hohen Ansprüchen oder mitunter auch Standards, die wirklich schwer erreichbar sind. Ja.
Und da würde es dann darum gehen zu schauen, okay, womit hängt denn das zusammen, ja? Dass ich statt mich unglaublich motiviert und freudig zu fühlen über die Tatsache, dass ich jetzt studieren kann, mich die ganze Zeit so fühle, dass ich eigentlich gar nichts machen will, außer vermeiden. Und ich würde auch quasi auch aus meiner Erfahrung sagen, dass das so eine Kunst ist. Also wenn ich jetzt liege und ich weiß, ich sollte lernen, aber eigentlich will ich nicht, ist manchmal gut, sich zu zwingen und manchmal gut, sich nicht zu zwingen. Und ich denke, das muss man halt vor der Erfahrung selber abchecken. Und ja, das, also es gibt nicht das Ultimative, das eine oder das andere, sondern je nachdem. Und mit jedem quasi negativen Erlebnis habe ich das Gefühl, dass man lernt, immer besser sich selbst zu kennen und die Situation und langsam wächst. Das ist so mein Gefühl, so eine Lebenskunst im Endeffekt. Die Lebenskunst, ja, tatsächlich, ne? Deswegen sage ich, das klingt alles ein bisschen trivial und in Wahrheit, das alles zu balancieren, ist mitunter gar nicht so trivial dann, ja. Genau. Soll ich weiter oder gibt es noch Fragen oder Kommentare an der Stelle? Also der Begriff der Selbstakzeptanz, ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Einsamkeit noch später kommt, aber dass man auch oft dann anerkennen muss, dass man nicht so ist, wie man eben sein will oder wie von der Umwelt, von der Uni man gefördert wird zu sein oder dass man eben nicht schafft, für die Prüfungen zu lernen und das später machen muss. Und das ist auch etwas, was mit den Werten hängt, in denen man lebt und dass es halt okay ist, nicht so sein, wie man sein will. das war vorher auch gemeint mit, was ich gesagt habe, mit zum Beispiel realistische Zielsetzungen. Ja? Weil das erleben wir halt einfach sehr häufig in der Beratungsstelle, dass Leute zu uns kommen, die haben einfach den Wunsch, diese und jene Leistung zu bringen und dann stehen sie vor der Situation, dass das nicht umsetzbar ist. Und dann macht das natürlich was mit dem Selbstbild, wenn ich mir was gedacht habe über mich, dass ich so und so bin oder das und jenes leisten könnte und dann stelle ich fest, so ist es halt nicht, ne? Und dann muss ich ein Stück weit mein Konzept von mir möglicherweise ändern oder ich sehe, oder ja, dann muss ich schauen, wie tue ich damit, ja. Aber das mit der Selbstakzeptanz ist ein wichtiger Punkt, ja. Im Sinne des Wohlbefindens und des psychisch Gesundseins, ja. Ich finde auch zum Beispiel in meiner persönlichen Gesundheitsförderung zu schauen, mit welchen Bilder oder Vorbilder man sich umgibt. Weil eben in der Social Media und so bekommt man ständig diesen Perfektionismus zu spüren. Und wenn ich jetzt bewusst weiß, wenn ich das beobachte, dann will ich unbewusst so sein wie die Menschen da. Deswegen achte ich darauf, dass ich das nicht schaffe, weil das dann reduziert, mindestens zum Beispiel bei mir, dieses Gefühl nach also eben das Beste zu sein und alles schaffen und ja. Genau, und da werden ja sehr hohe Standards gesetzt oft, ne? Also da gibt es ja dann immer wieder diese höchst erfolgreichen Menschen, die spielerisch irgendwie, also die, weiß ich nicht, die arbeiten dann so hipstermäßig 2 Stunden im Café und kriegen da in 2 Stunden eben ihr Tagespensum unter und keine Ahnung, verdienen trotzdem urviel Geld und keine Ahnung, sind urschön. Und ja, und die Frage ist, wie sehr komme ich da hin oder wie realistisch sind all diese Bilder, ja? Ich würde sagen, einige machen das vielleicht zu motivieren. Ich glaube, es gibt viele Motive, aus denen heraus die Leute das machen, aber mitunter schon auch. Ich glaube halt, dass wirklich viele unrealistische Standards transportiert werden damit. Ja, bei sehr vielen. Zu mir und wirklich fördern mich und welche mich eher runterziehen, das ist sehr individuell, würde ich sagen. Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt, das war vorher gemeint mit, das ist natürlich unter jungen Menschen eine Entwicklungsphase, wo die eigene Identität sich bildet auch. Also das ist auch ein zentrales Entwicklungsthema genau in dem Alter, also beginnend mit Pubertät, junges Erwachsenenalter, wo es genau zentral um diese Sachen geht. Wer bin ich? Was will ich? Welchen Beruf wähle ich mir? Wer sind meine Freunde? Wo will ich leben? Ne? Was will ich arbeiten? All diese Fragen. Und da ist man ein Stück weit beeinflussbar oder ist schnell mal im Abgleichen. Die eigene Person mit dem, wie sind die anderen und ist mitunter beeinflusst. Wenn man es schafft, sich da gut abzugrenzen und zu sagen, okay, das, was mir sinnvoll erscheint, das nehme ich mir da raus als Vorbild,
und wo ich merke, das passt auch nicht zu mir, das, da grenze ich mich davon ab, dann ist eh schon viel gewonnen. Ja? Also wenn man da einen guten Zugang hat, so in Richtung, schön, wenn du das so machst und das kann ich mir übernehmen, weil es für mich gut passt und was nicht passt, das lasse ich auch, dann ist es super. Ja, genau. Dann hat man auch einen guten Selbstwert und ist ganz gut stabil unterwegs, ja. Das wird dann im November eine eigene Einheit geben, die Quarter-Life-Crisis und der junge Erwachsenenalter, wo man durch das Ganze eben entwicklungspsychologisch, aber auch soziologisch geht, falls ihr interessiert seid. Als quasi Follow-up. Okay, gut. Ich sage jetzt noch zum letzten Bereich, den ich da gelistet habe, etwas. Aufs mentale Wohlbefinden achten, also manches habe ich schon gesagt, günstig ist, wie gesagt, Freizeiten und Regenerationszeiten zu schaffen und Ausgleich zur Hirnleistungsaktivität. Also das habe ich vorher angedeutet, wirklich dem Gehirn auch eine Pause zu gönnen und auf einen anderen Modus zu switchen. Und dabei hilft zum Beispiel so, helfen so Dinge wie Interessen außerhalb des Studiums oder Gehirnaktivität, Switch im Sinne von Kreativität anwerfen. Das muss jetzt nicht heißen, dass ich jeden Tag ein Bild male oder irgendwie bildhauere oder sowas, aber dass man in irgendeiner Weise in was Schöpferisches kommt, was auch immer das ist. Ja. Kann sehr günstig sein und Wohlbefinden fördern, ja. Und das Stichwort Achtsamkeit, da gibt es mittlerweile auch eine große Gruppe, auch theoretische Untersuchungen ganz viel zu dem Thema. Mindfulness ist eine Art, man kann sagen, es kann wie ein Lebensstil sein, es kann eine Art von fast schon also philosophischer Ausrichtung sein. Mind einfach Konzentration auf den Augenblick, Fokus auf eine Sache und nicht auf 15. Und wirklich auch wieder in die Sinnlichkeit zu kommen, sprich wirklich Sinneskanäle bewusst wahrnehmen, also das Sehen, das Hören, das Schmecken, das Riechen, das Fühlen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber der Durchschnittsmensch, glaube ich, ist mittelmäßig mindful oder achtsam im Alltag. Ja? Also oft rennt man gehetzt von A nach B, weiß nicht, trinkt dazwischen noch schnell einen Kaffee, aber man achtet nicht mit allen Sinnesmodalitäten auf das, was man gerade wirklich aktuell tut. Ja. Das ist ein günstiger Zugang, um sich mental oder geistig auch gesund zu halten trotzdem. Ja. Und dabei eben eine beschreibende, nicht wertende und annehmende Haltung ist im Alltag auch mitunter nicht gegeben. Also das heißt, wenn ich weiß nicht, wer von Ihnen mal versucht hat zu meditieren, da merkt man es dann schnell mal, ja, wie wenig man oft imstande ist, interferierende Gedanken abzuschütteln oder kommentierende oder wertende Gedanken abzuschütteln. Aber um das ging es halt, ja. Zu beschreiben, ich sehe das, ich tue das, ich spüre, ich nehme wahr, aber nicht zu bewerten. Ja. Okay. Ja, was mache ich, wenn es nicht so gut läuft? Da sind wir jetzt im Gegenstück sozusagen, weil tatsächlich häufig läuft es dann mal nicht so gut. Das ist jetzt von der Studierendensozialerhebung aus dem Jahr 2019. Das stelle ich nur ganz kurz vor, um ein bisschen einen Einblick zu geben, wie fühlt sich so der Durchschnittsstudierende denn? Und da gaben zum Beispiel 57% der Studierenden an, dass sie in ihrem Studium durch mindestens einen der folgenden Stressfaktoren beeinträchtigt gewesen sind. Zum Beispiel fehlende Studienmotivation, Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten, stressbedingte gesundheitliche Beschwerden und Schwierigkeiten bei der Selbstorganisation des Studiums. Sprich, das ist recht häufig, ja, dass es den Studierenden so geht. Andere Frage zu demselben Thema oder ähnliche Frage, da wurden die Studierenden gefragt, auch bei derselben Untersuchung, inwieweit sie in ihrem Studium durch eine der folgenden psychischen Beschwerden beeinträchtigt gewesen sind. 30%, fast 30% haben gesagt Versagensängste, Prüfungsangst, 21% Existenzängste, mangelnde Selbstwertgefühle haben viele genannt, depressive Stimmungen auch sehr häufig. Und Kontaktschwierigkeiten, soziale Isolationsgefühle.
Sprich wiederum, also in Summe dann 48%, das heißt also die Hälfte der Studierenden haben irgendwann im Studium, im Zeitraum des Studiums mal das Gefühl, beschwert sozusagen oder mit Leidensdruck behaftet zu sein durch so etwas, ja. Also es ist tatsächlich dann nicht selten. Hm? Ja, das war vor Corona. Ja. Ja. Nicht besser. Also das ist während Corona einfach noch mehr geworden. Also während Corona dann überhaupt, da gab es dann auch, also das war noch 2018. 2018 hat außerdem bei einer WHO-Studie jeder dritte Studierende, Studienanfänger von sich angegeben, an einer psychischen Störung zu leiden, also meistens Depressionen, Angststörungen. Und Covid hat das verstärkt. Genau, also man kann sagen, dass die Pandemie das psychische Gleichgewicht, wenn man es gesellschaftlich sieht, ziemlich gestört hat. Und das ist nach wie vor auch immer noch eine Nachwirkung hat sozusagen. Ich meine, die Pandemie ist ja jetzt offiziell seit, weiß ich nicht, 2 Jahren wieder für nicht mehr Existenz erklärt irgendwie, also medial sozusagen. Aber faktisch, also wir hören es immer noch häufig, ja, dass sich gewisse Prozesse seit der Pandemie eingeschlichen haben, so wie dass Leute während der Pandemie aus dem Uni-Kontext irgendwie so wie rauskatapultiert wurden, weil man alles nur mehr allein zu Hause gemacht hat und die Leute haben dann nie mehr gut reingefunden, zum Beispiel ins Studium, ja. Das weiß ich nicht, aber was stimmt ist, dass sich gewisse Entwicklungen sowieso auch ergeben. Also das, was Sie sagen, ich meine, bei vielen Studien gibt es mittlerweile Zugangsbeschränkungen, bei vielen Studien hat sich der Leistungsdruck sozusagen erhöht. Ja. Das wäre mit oder ohne Covid oder das ist mit oder ohne Covid passiert, ja. Wie es jetzt ohne Covid gewesen wäre, kann ich nicht sagen, aber Faktum ist, dass sich die Kombi von beidem natürlich schon bemerkbar gemacht hat. Ja. Ja. Zudem noch Fragen, oder? Ich würde vielleicht noch sagen, dass soziologisch das quasi die gesamtgesellschaftliche Komplexität wächst und es ist immer schwieriger, damit umzugehen, weil die Welt immer komplexer wird. Und das sind eben die Folgen davon. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, weil das Wort Depression gefallen ist, wie würden Sie das beschreiben? Oder, weil ich denke, es wird ein Begriff, der sehr viel im Umlauf ist und jeder kann sich darunter irgendwas vorstellen. Aber zum Beispiel für mich fühlt sich Depression an, wie dass irgendein Bereich von den Bedürfnissen einfach nicht erfüllt ist langfristig und dadurch quasi entstehen die negativen Gefühle, die dann depressiv machen. Aber, oder was sagen Sie als Psychologin quasi dazu? Ja, also ich meine, man kann es beschreiben auf Symptomebene. Da gibt es also Symptomlisten, es gibt das ICD-10, also jetzt dann das ICD-11. Das ist ein Klassifikationssystem für sämtliche Krankheiten, die man haben kann. Aber in einem Kapitel eine Klassifikation im Bereich psychische Störungen. Da ist, also da ist mit Kategorien und mit Symptomlisten sozusagen beschrieben, was meint eine Depression. Da gibt es auch verschiedene Varianten sozusagen. Also es gibt leichtere Formen, es gibt mittelgradige, schwere Formen von Depression. Die Symptome sind zum Beispiel alles an, man hat früher gesagt, die Krankheit der Losigkeiten. Also wenn ich, also alle Wörter, wo ich das Wort Losigkeit hinten dran hängen kann, kann Depression beschreiben, also Antriebslosigkeit, Motivationslosigkeit, Lustlosigkeit, solche Dinge. Also wenn ich beispielsweise mich dauernd traurig fühle, müde fühle, gedrückte Stimmung habe, wenn Dinge, die mir früher keinen Spaß mehr gemacht haben, die mir früher Spaß gemacht haben, mir keinen Spaß mehr machen, wenn es stärkere Ausmaße annimmt, zum Beispiel nicht mehr leben möchte, wenn ich drüber nachdenke, ich möchte meinem Leben ein Ende setzen, weil alles hat keinen Sinn. Solche, also dann würde man von
Depressionen sprechen. Ja. Wenn jemand sowas erlebt, wäre es günstig, vor allem mit dem Gefühl verbunden von Hoffnungslosigkeit, das wäre auch ein Kriterium, dann wäre es günstig, sich Hilfe zu holen, weil dann hat man es mitunter schon mit einem schwerwiegenderen Thema zu tun, möglicherweise. Ja. Also, genau. Würden Sie das auch in der Beziehung zu den Bedürfnissen stellen? In Bezug auch zu den Bedürfnissen, weil wenn man sagt, dass psychische Gesundheit quasi dein Wohlstand ist, dass man quasi sich gut fühlt, dass wenn langfristig bestimmte Bereiche eben nicht erfüllt ist, dass das sich dadurch als quasi Symptom zeigt. Zum Beispiel diese Antriebslosigkeit, dass ich zum Beispiel nicht mache, das, was ich machen will, oder dass ich eben zu irgendwas ständig gezwungen bin, oder dass bestimmte Bedürfnisse wie eben Spaß haben oder die soziale Kontakte oder Auszeit langfristig nicht erfüllt und deswegen ist man dass schon das so... Dass das depressiv machen kann, sozusagen, ja, also ob das sein kann, sicher. Ja. Also es gibt viele Dinge, die einen, ich sage jetzt mal, depressiv machen können, ja. Also kann damit zu tun haben, ja. Wenn das die Frage ja, mehr oder war. Weniger schon. Ja. Weil ich finde immer spannend, also wenn man denkt, ich fühle mich depressiv, warum fühle ich mich so? Und das wäre quasi so mein Weg, wie ich probiert habe, zum Beispiel herauszufinden, wo das liegen kann. Ja, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich es verstanden habe, was ich sagen will, ist, es kann unterschiedliche Auslöser oder Ursachen geben für Depressionen. Und das kann total unterschiedlich sein. Also es kann eine Trennung oder ein Todesfall depressiv machen. Es kann der Verlust des Arbeitsplatzes depressiv machen. Es kann einen auch depressiv machen, wenn ich eigentlich sehr erfolgreich bin im Studium und formal nach außen passt alles. Ich bin höchst leistungsfähig, aber es ist halt leider nicht das richtige Studium. Und ich mache nur das Studium, weil mein Papa findet, dass das eine super Idee ist. Ja? Also es gibt halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten diesbezüglich, ja. Soweit. Okay. So, was mache ich, wenn es mir nicht so gut geht? Ich bin jetzt gerade am Schauen, habe ich die eine Folie hier nicht drinnen mit dem Selbstcheck? Ah, das kommt später, okay. Ich würde ganz kurz vorstellen, was wir in der psychologischen Studierendenberatungsstelle machen. Wir sprechen logischerweise mit Studierenden, aber auch mit Studienwerbern oder manchmal mit Schülern, die noch nicht wissen, was sie studieren wollen. Die können zu uns kommen und über die unterschiedlichsten Themen mit uns sprechen, wenn sie sich in irgendeiner Weise Unterstützung organisieren möchten. Die meisten Studierenden, die zu uns kommen, kommen mit dem Thema, mit Themen, die überwiegend angesiedelt sind im Bereich Psyche und Persönlichkeit, also psychische Schwierigkeiten aller Art. Gibt aber auch viele Studierende, die kommen zu uns und sprechen über das Thema Schwierigkeiten beim Lernen oder mit Prüfungen, Studien, Entscheidungsfragen und so weiter. Ja. Was wir machen oder wobei wir helfen eben beim Thema Studienwahl, Studienwechsel oder Studienabbruch, bei Abschlussarbeiten, bei Lernproblemen, Prüfungsängsten oder Präsentationsängsten, wenn Leute einfach akute Krisen haben, in welchem Bereich auch immer, wenn Themen mit Beziehung, Familie, sozialem Umfeld schwierig sind und bei psychischen Erkrankungen, wie eben das vorher genannte Depressivität, Ängste, aber auch alle möglichen anderen. Genau. Und zum Thema Arbeitsverhalten haben wir auch diverse Angebote. Ja. Was wir anbieten ist also psychologische Beratung und Behandlung. Wir können mitunter kurzzeitige psychotherapeutische Begleitung anbieten, haben leider nicht die Ressourcen dafür, für alle Studierenden das anzubieten, würden wir eigentlich ganz gerne, aber geht sich leider nicht aus. Wir machen Studienwahlberatung und Testdiagnostik, Diagnostik auch allgemein. Wir beraten bei studienspezifischen Entscheidungen, also Studienabbruch, Studienwechsel. Wir haben Kleingruppenberatungen und Workshops in Schulen zum Thema Berufslaufbahn und Studienwahl.
Wir haben Einzel- und Gruppenangebote und diverse eben Gruppenangebote in verschiedensten Bereichen, wie eben Lerntrainings, Abschlussarbeitsgruppen, Arbeitsschwierigkeitengruppen, Berufsorientierungsseminare. Was wir sehr häufig auch machen, ist, wenn es thematisch zu unserer Stelle zum Beispiel weniger gut passt, aber zu anderen Stellen dann wohl passt, dass wir auch natürlich Expertinnen suchen und weitervermitteln. Ja. Genau. Das wäre hier ein kleiner Selbstcheck. Sie haben das auch in den Handouts nachher mit drinnen. Also das kann man auch in Eigenregie sich anschauen. Wann bräuchte oder was wäre denn ein Fall, wo ich Unterstützung mir holen sollte? Kann man sich selber so ein bisschen fragen. Zum Beispiel leide ich unter hohem Leistungsdruck, habe ich beispielsweise Schlafstörungen, bin ich unkonzentriert, ablenkbar, bin ich gereizter als normalerweise, bin ich oft sehr einsam oder fühle mich isoliert, grundlos müde oder erschöpft, bin ich ängstlich, also habe Ängste vor diversen Dingen, muss ich häufig weinen, bin ich traurig oder hoffnungslos. Ja? Also das wären ein paar so typische Zustände, wo, wenn die längerfristig anhalten oder wenn die häufig vorkommen und man hat das Gefühl, irgendwie, man kann sich es auch nicht recht erklären oder es belastet, dann wäre es eventuell günstig, sich Unterstützung zu holen. Jedenfalls empfehlen tun wir es, sich professionelle Hilfe zu holen, wenn die Arbeitsfähigkeit und die Lebensqualität massiv beeinflusst oder beeinträchtigt ist, weil man mental zu überladen oder belastet ist. Wenn man sehr von Ängsten oder depressiven Gefühlen oder Beziehungsproblemen belastet ist und ein normaler Alltag nicht mehr möglich ist. Und insgesamt, wenn man das Gefühl hat, man kommt einfach alleine nicht mehr zurecht, weil man überschwemmt ist von unangenehmen Themen oder Gefühlszuständen. Ja. Okay. Kontaktmöglichkeit haben Sie hier. Wir sind nicht weit weg in der Lederergasse. Man kann sich bei uns auf der Homepage anmelden für Gesprächstermine. Angebot ist kostenlos. Studierende von der Uni, aber auch von Fachhochschulen können zu uns kommen. Genau. Haben Sie hier draufstehen. Genau. Gibt es Fragen? Ich würde vielleicht noch bemerken zu der vorletzten Folie, mit dem quasi, wie erkenne ich, dass ich Hilfe brauche. Das ist auch etwas sehr, sehr individuell. Und was für einen schon als Grenze gilt, kann für die andere Person ganz anders sein. Und oft quasi gehen die Menschen viel weiter auf die, also hinter die Linie, als sie gehen müssen, hatte ich das Gefühl, dass es ist wirklich gut, quasi wenn etwas nicht passt, nach der Lösung zu suchen und ja. Das stimmt, genau. Es gibt Leute, die bei verhältnismäßig geringem Anlass sich schon Unterstützung holen und andere, die schon wirklich sehr, ich sage jetzt mal, am Zahnfleisch daherkommen und immer noch der Meinung sind, sie schaffen es alleine. Aber das kann sehr unterschiedlich sein, ist auch sehr subjektiv, genau. Ab wann die Schmerzgrenze bei einem selber so ist, dass man sagt, man braucht was. Ja. Aber sofern man das Gefühl hat, man bräuchte Unterstützung, wie gesagt, gerne melden. Yeah. Und ich werde vielleicht noch einhacken bei dem, weil wir auch bei der STEOP sind, bei der Studieneingangs- und Orientierungsphase, dass das Ziel, das Studium fertig zu kriegen, man startet damit, aber es kann sich wirklich ändern, vor allem in dem ersten Semester, dass man kommt und denkt sich, okay, der Fach ist anders, als ich mich erwartet habe, oder eben die Uni ist überhaupt nichts für mich. Und das ist kein Versagen, sondern das ist quasi so die Suche nach der richtigen Spur. Ich fand voll cool so ein Bild, dass wenn man einen Erfolg erzielen will, dann quasi die Weg jetzt nicht so, dass quasi hier ist der Start und da ist der quasi Erfolg, sondern dass es geht so durch unterschiedliche Versagen. Das heißt, ich starte hier, dann gehe ich hier ist irgendwie ein Problemversagen, dann gehe ich so und nach mehrmals quasi failen oder mindestens so reflektieren, wie die Sachen sind, komme ich dazu, ja, halt zu dem Punkt, wo ich eben mich gut fühle und der Wohlstand. Ja. Genau, muss nicht geradeaus gehen immer. Kann auch
kann auch Wege geben, die mal abbiegen oder umsetzen. Aber das gilt auch so für Prüfungen, also wenn man das nicht zum ersten Mal schafft, dann oder auch die Noten, dass es manchmal überbewertet wird, dass halt die Lebenswege können wirklich unterschiedlich sein und es gibt keinen quasi die beste Weg, wie man das macht, sondern ja, eben individuell. Ich finde, es gibt immer eine wichtige Unterscheidung zwischen, wenn man gestresst ist, ja, ist das Stress von außen oder ist es Stress von innen? Also ist es ein Stress, der mir von außen, wie soll ich sagen, gerade gemacht wird? Also Beispiel, ich bin in der Arbeit und mein Chef schnauzt mich an, ich soll schneller arbeiten, das ist Stress von außen, ja. Oder ist es Stress von innen im Sinne von zum Beispiel überhöhter Leistungsanspruch? Jetzt komme ich wieder zu dem Thema, aber das ist was Häufiges. Also, dass ich mich selber stresse im Sinne von, meine Gedanken stressen mich, ja. Und je nachdem, um welche Art von Stress sich's handelt, weil der Stress, den ich mitunter habe, kann sehr stark beeinflusst sein durch Dinge, die ich denke, ja. Also, die ich über mich denke oder die ich mir als Anspruch setze. Da kann ich ansetzen, also indem ich auf sozusagen kognitiver Ebene versuche herauszufinden, was macht meinen Stress aus. Ja, also wenn es selber gemachter Stress ist sozusagen und dagegen steuere. Das war gemeint mit diesen Selbstverbalisationen, also das heißt im Sinne von auf eine andere Art und Weise mit sich selber sprechen, innerlich sozusagen. Also dass ich mir selber sage, okay, ich habe jetzt zwar dieses und jenes Arbeitspensum und es ist schon 15 Uhr und eigentlich wollte ich ja vor einer halben Stunde fertig sein, aber ich beschließe trotzdem, dass ich jetzt nicht in Panik verfalle, sondern dass ich innerlich ruhig bleibe und trotzdem konzentriert bleibe, als Beispiel. Ja. Also da geht es ums Vermitteln von Gedanken, von Stress, also dass ich über meine Gedanken steuere, inwieweit bin ich gestresst oder inwieweit bin ich nicht gestresst. Ich kann auch über diverse andere Kanäle unter Anführungsstrichen versuchen, in größere Entspannung zu kommen. Also das war vorher gemeint mit, das kann man nämlich immer machen und hat man auch immer als Werkzeug mit, also den eigenen Körper zu beeinflussen auf positive Art, im Sinne von durchatmen, sich Stress zu nehmen oder also Atemübungen zum Beispiel. Oder durch kurze Pausen oder durch die Frage der Pausengestaltung. Aber bei Stress, also Stress ist ein ziemlich komplexes Thema, das muss man auch sagen, und da spielt immer viel rein. Und das muss man vielleicht dann im individuellen Fall sich anschauen auch, was den Stress jeweils ausmacht, weil das kann, wie gesagt, zwischen Menschen sehr verschieden sein. Weil also zum Umgang mit einer stressigen Situation, wie mein Chef schnauzt mich an und ich muss mir eine Strategie zulegen, wie ich mit dem umgehe, und ich bin durch was Inneres gestresst, was mir auch Stress machen würde, zum Beispiel, wenn gar niemand sonst beteiligt wäre, brauche ich vielleicht verschiedene Strategien. Verstehen Sie, wie ich meine? Genau. Genau. Also da gegen sowas würde ich sagen, hilft am besten wirklich ganz realistische Planung. Das klingt jetzt vielleicht einfach, aber das kollidiert mitunter mit den eigenen Ansprüchen auch, ja? Also mein Ideal wäre, ich lerne an einem Tag so effektiv, dass ich in 3 Tagen insgesamt mit der Prüfungsvorbereitung durch bin. Ja? Und faktisch ist der Stoff aber leider so, dass ich ihn auch nach dem 4. Mal durchlesen nicht verstanden habe. Das kollidiert, ja. Das heißt, da muss ich schauen, okay, ich wünsche mir zwar das eine, aber realistisch ist was anderes. Und da muss man sagen, ist manchmal das Wirksamste, wenn man sozusagen das Idealbild vielleicht ein bisschen runterschraubt und sagt, okay, ideal wäre schön, aber spielt's nicht. Ich plane wirklich realistisch im Sinne von das, was ich
gut zu leisten imstande bin. Und das kann halt dann bedeuten, dass ich zum Beispiel nicht so schnell bin oder nicht so produktiv bin, wie ich gerne hätte. Aber zumindest habe ich dann jeden Tag das Erfolgserlebnis, dass ich das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Zum Beispiel. Das habe ich gemeint, ja. Genau. Ja, genau. Und dabei ist vielleicht ein Punkt interessant, das würde ich nachher eventuell rausschneiden, weil das habe ich letztens in einer Dokumentation gesehen, fand ich höchst interessant, dass da wurden so Influencer interviewt zum Thema, wie realistisch ist die Show, die die abliefern. Und da war, also die haben das von sich selber gesagt, gerade weil es ums Thema Social Media und Influencer geht, nämlich dass die selber einen derartigen Stress haben mitunter, um da jeden Tag irgendwas rauszuhauen, was so aussieht, als wären sie entspannt und könnten das gerade leicht irgendwie hinkriegen. Ja? Also das meint, dass die Ansprüche, die die darstellen oder transportieren, auf eine Art und Weise, die so aussieht, als wäre das leicht schaffbar, einfach total verzerrt sind und nicht zutreffend sind. Ja? Und wenn man als 0815-Nutzer das aber glaubt, und das tun viele, also es beginnt beim bearbeiteten Foto von, da war eine, ich weiß nicht, Party machen und am nächsten Tag steht die auf und ist halt urfit und hat keinen einzigen Augenring irgendwie. Und also beginnend bei sowas bis hin zu, was da Leute behaupten, was sie geschafft haben, in welcher Zeit und wie wenig sie arbeiten und so viel Erfolg haben und so, das stimmt oft einfach gar nicht. Und da muss man einfach sehr kritisch sein in der Rezeption. Das ist ein bisschen das Thema von vorher auch, ja. Also zu schauen, was passt von dem, was ich da sehe für mich und wie viel davon, ja, wie kann ich für mich trotzdem einen realistischen Anspruch entwickeln, der für mich passt, ja. Ich würde auch als Soziologe vielleicht sagen, wirklich so andere Vorbilder suchen, aber im Sinne von sich neu sozialisieren lassen, weil man kommt aus dem Elternhaus und da werden bestimmte Muster halt sozialisiert, wie ein Erfolg ausschaut, wie ein guter Lebensweg ausschaut. Und man muss klarkommen, dass es halt nicht hundertprozentig passt, so wie das früher war, also quasi das hinterfragen. Und dabei muss man aber nach alternativen quasi Lebensweisen suchen, die für einen passen. Und das ist eigentlich eine soziale Frage, mit welchen eben wieder Vorbildern ich mich umgebe und so weiter. Und ein Punkt, das ich auch noch ergänzen wollte, bei den Methoden quasi der Erspannung, ich persönlich finde immer sehr wichtig, denn wenn man Stress hat, dann ist das oft mit negativen Emotionen verbunden, sowas wie Trauer, Ärger, Wut und so weiter. Und das hat man auch, sagt man so kulturell, die Tendenzen zu unterdrücken. Und wenn ich hier spüre, dass ich wütend bin, dann lasse ich mich persönlich Zeit dafür, einfach wütend zu sein. Also wenn ich so viel Druck gespürt habe, habe ich zum Beispiel voll Metal reingehört und habe geschrien oder in den Kissen oder wenn man traurig ist, einfach weinen. Und dann quasi, denke ich, ist man eben bei sich selbst authentisch und lasst das durch. Aber man erlaubt sich das nicht, weil in der heutigen Welt wird das nicht, also wenn man schreit, wird man alles quasi bescheuert gelabelt. Und ja, das hängt wieder mit der Sozialisation und mit den Normenbildern, die halt normal sind. Und ich denke, das, was man spürt, ist das Reale und das soll man folgen, unabhängig davon, wie, sag mal, normal oder halt, also man natürlich sollte nicht jemand anderen wehtun dabei, aber quasi sich selbst eben in der Selbstliebe der Raum lassen, sich selbst zu sein, auch wenn man nicht perfekt ist. Bei uns in der Beratungsstelle? Ja. Also für Konzentrationsstörungen können immer sehr viel bedeuten und sehr viele Ursachen haben wiederum, aber sie spielen an auf sowas wie ADHS oder ja.
Das sind unsere Psychiater, die wir haben, das kann ich an der Stelle gleich sagen, eher sehr zögerlich. Und da ist immer der Zwischenschritt notwendig, sich eine psychologische Diagnostik zu organisieren. Also die würden jetzt nicht Medikamente verschreiben, wenn vorher nicht eine psychologische Diagnostik stattgefunden hat zur Abklärung. Ja. Also ich finde noch spannend, weil ich mache auch Gesundheitsförderung als quasi Forscher, und dass die Gesundheit eben wird dadurch geschaffen, wie man sich in der Alltag quasi verhält. Und ich bin generell so ein bisschen skeptischer gegen Medikamente, und ich denke, wie Sie das jetzt geschildert haben, die Psychologinnen auch, weil es ist so der kürzere Weg. Wenn man zum Beispiel Probleme mit Kreislauf hat, dann soll man seinen Lebensstil anpassen, im Sinne zum Beispiel weniger Süßigkeiten essen, was auch immer, statt quasi die Tabletten gegen Hochdruck nehmen. Und ich denke, mit den zum Beispiel Konzentrationsstörungen und so ist das ähnliche Geschichte, im Sinne, wenn ich die negativen Effekte, die mich das quasi dieser Zustand produzieren, im Sinne von, dass ich Social Media viel schaue, mehreren Sachen gleichzeitig, und wenn ich förde, ist meine Achtsamkeit, im Sinne, ich gehe einfach nur spazieren, ohne jetzt Gedanken voll zu sein und so weiter, dann rückt das mehr wieder in die Normal, aber es ist wieder, denke ich, in dem klinischen Bereich, wenn man halt zu stark davon weg ist, dann geht das durch die Förderung nicht. Aber es ist auch wichtig, das, denke ich, zu reflektieren, dass die Gesundheit ist nicht was vorgegeben, sondern etwas, was man selbst gestaltet, dadurch, wie man handelt, und darauf achten. Letzteres in der Regel, was wir in der Beratungsstelle machen, sind Screenings. Also ich sage das jetzt, das kann man an der Stelle vielleicht allgemein sagen, weil dieses ADHS-Thema ist eins, das ist gerade sehr populär. Also sehr viele Leute, und weil man es medial eben auch sehr stark findet oder im Internet, sobald man googelt, es kommt sehr schnell, der Verdacht auf, man hätte möglicherweise ADHS. Also das wirkliche Vollbild von ADHS haben jetzt die wenigeren, sage ich einmal. Also Konzentrationsstörungen können, wie gesagt, mit ganz vielem zu tun haben. Man muss es diagnostisch abklären, und die Diagnostik ist relativ umfassend und mitunter auch zeitintensiv, wenn es seriös gemacht ist. Also das heißt, man ist nicht mit einem Termin fertig, sondern man muss da mehrmals hin und unterschiedliche Arten von Testungen machen, also Tests, psychologischen Tests machen. Und die machen in der Regel klinische Psychologinnen und Psychologen in der Praxis. Wir machen in der Beratungsstelle mitunter die Screenings und machen natürlich die Erstgespräche und die Diagnostik ein Stück weit im Gespräch auch, indem man versucht abzuklären, womit hat man es zu tun, ja. Den Befund, also Befunde schreiben wir nicht. Ja. Da darf ich was sagen an der Stelle, weil wir haben Lerntrainings bei uns in der Beratungsstelle, die beschäftigen sich genau mit sowas. Also wenn Studierende, das ist ein Klassiker, ja, dass man von der Schule kommt, da hat man ja noch vielleicht eine überschaubarere Lernsituation in Bezug auf Stoffmenge, und auf der Uni ist das dann oft unverhältnismäßig viel größer. Ne? Und wie man mit sowas umgeht, da haben wir wirklich gute, auch sehr praxisnahe Lerntrainings und Angebote, Gruppenangebote, wo man sich mit dem befassen kann. Ja. Wir werden auch am, denke ich, 12. oder 19. November haben wir einen Workshop zur Lernpraxis, weil dann habt ihr schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, und es ist vor den Prüfungen. Und da kommen so zwei Personen, die als Tutorinnen und Studienberaterinnen gearbeitet haben, und da können, also wird das auch so sehr interaktiv, da werden wir das auch behandeln. Aber sonst denke ich, ist das generell, wie wir jetzt mit der psychischen Gesundheit gesprochen haben. Also man hat dieses ideale Ziel, wie das sein sollte, einfach alles zu schaffen. Und dann kommt man dazu, dass es doch eine große Diskrepanz ist. Und ich finde, auch als quasi Stirbkoordinator völlig okay, wenn die Personen einfach Zusammenfassungen lesen und die Lücken, die sie dadurch
quasi entstehen, später nachholen, weil die Wege sind eben ganz unterschiedlich. Zum Beispiel gestern hatten wir einen Workshop zu Deutsch als Fremdsprache, und wenn man mit eben einer Fremdsprache auf der Uni kommt, kann man das eigentlich nicht wirklich schaffen, und dann ist völlig legitim, denke ich, dass man halt alternative Wege findet und in Lerngruppen das klärt und so weiter und dann irgendwie mit 3er, 4er halt durch ist, aber dann holt man das später nach, wenn man ein bisschen verstärkt ist. Und ich denke, das betrifft alle, wenn man halt das nicht so schafft, wie das vorgesehen ist, sich einfach selbst die Zeit dafür nehmen. Ja. Okay. Ja, also wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Ja, das war's. Wenn du mehr von unseren Videos sehen willst, schau dir unsere Playlist hier an dem YouTube-Channel der Uni Wien an und würde uns auch freuen, wenn du ein Like, Comment oder Abo hinterlässt. Bis zum nächsten Mal.